Alles klar. Herzlich willkommen zum Mitmachabend. Wer von euch war schon mal da? Okay, das sind die allermeisten. Für alle anderen, ich bin Christoph Wesseling, einer der Mitgründer, und ich bin der Kreativdirektor hier im Mojo-Institut. Und wir fangen gerne diesen Mitmachabend immer an, damit zu erzählen, was ist denn eigentlich das Mojo-Institut und was machen wir hier. Und ich mache das jetzt nicht mit diesen Worten, wie Gerrit das sonst gerne einleitet, und erzähle euch nichts über die wissenschaftlichen oder medizinischen Prinzipien von dem, was wir hier tun, sondern ich möchte das gerne mit dieser Zahl tun. Klar ist, wir beschäftigen uns hier mit medizinischen Themen, therapeutischen Themen. Geht es ja ganz viel auch um Physiotherapie, und es gibt noch ein paar andere interessante Disziplinen. Aber wir befassen uns mit chronischen Erkrankungen. Und wir befassen uns mit der Frage, was wir dazu beitragen können, neue Lösungen für die Betroffenen von chronischen Erkrankungen zu schaffen. Und die Zahl 17 Jahre ist dafür besonders spannend, weil es 17 Jahre dauert, bis eine neue wissenschaftliche Erkenntnis den Übergang in die klinische Praxis findet. Das heißt, irgendein Wissenschaftler, es gibt da ja viele Bücher, die dann rauskommen über neue Studien, findet irgendeinen Weg, wie man chronisch entzündliche Darmerkrankungen heilen kann. Dann veröffentlicht er alle seine Studien dafür. Wir sehen, die Wirksamkeit von dieser neuen Methode ist belegt. Und dann dauert das 17 Jahre, bis der durchschnittliche Hausarzt dieses Wissen in seine alltägliche Praxis übertragen hat. So, wenn wir jetzt mal über Dinge wie Bürokratie und Politik und Lobbyarbeit und sowas nachdenken, ist das jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Ist also leicht zu erklären. Aber trotzdem ist das natürlich eine wahnsinnige Tragödie für die Betroffenen. Wenn ich jetzt weiß, mir geht es sehr, sehr schlecht, ich habe da irgendetwas, die Lösungen sind bekannt. Wir reden nicht über irgendwelchen exotischen Wunderheiler, die irgendwem die Hand auflegen und dann, oh, ist der Mensch irgendwie auf wundersame Art und Weise geheilt. Nein, wir reden über komplett nachvollziehbare, evidenzbasierte Wissenschaft. So, 17 Jahre. Das ist eine menschliche Tragödie. Und was wir hier im Mojo-Institut machen, ist das. Wir versuchen, eine Zeitmaschine zu bauen. Und mit dieser Zeitmaschine meine ich, wir versuchen, Mittel und Wege zu finden, dass diese 17 Jahre nicht 17 Jahre sind, sondern, ey, wenn es nur 16 Jahre wären, wäre das ja schon cool. Und vielleicht kommen wir an den Punkt, wo das nur ein paar Jahre sind oder wo wir sogar wirklich in Echtzeit irgendwelche schlauen Erkenntnisse nutzen können und die einfach ganz normalen Menschen zur Verfügung stellen können, die eben nicht so super nah drin sind an diesen Pionieren der Wissenschaft, die irgendwelche abgefahrenen Experimente in ihren Forschungsinstituten machen. Okay, wie sieht diese Zeitmaschine aus? Natürlich bauen wir jetzt hier nicht wirklich einen alten DeLorean um, auch wenn ich Bock hätte. Aber so die Felder, die wir hier in diesem kleinen Ort hier in Hennef vorantreiben, ist Praxis. Mit Praxis meinen wir zweierlei. A, ist das eine Praxis? Man kann ja Termine buchen. Aber wir meinen vor allem das hier, Dinge machen. Nicht drüber reden und labern, große theoretische Standardwerke formulieren, die sich dann der nächste Wissenschaftler durchlesen kann, sondern praktische Dinge für den Alltag zu schaffen. Wir beschäftigen uns mit Innovation. Da kommen sehr, sehr viele auch Digitalisierungsthemen mit rein, mit Prozesse, mit der Frage, wie können wir eben Bürokratie, wie können wir Kosten abbauen, sodass halt diese Ideen schneller in die Umsetzung kommen, und mit Kultur. Kultur ist einer der unterschätztesten Faktoren in diesem ganzen Feld von Therapie. Wir alle sind, ihr kennt das vielleicht so, wir sind der Durchschnitt der sieben Menschen, mit denen wir uns am meisten Zeit verbringen. Macht total Sinn, klar. Wir Menschen sind so pseudosoziale Lebewesen, wir sind nicht ganz Ameise, aber wir sind auch nicht ganz, weiß ich nicht, ein einsames Tier. Adler, Krokodil, wir sind weder Krokodil noch Ameise, wir sind Menschen. Und wir sind eng verbunden mit unserem Biotop, mit unserem Umfeld. Und wenn das Umfeld uns gut tut, wir dem Umfeld gut tun, dann wächst da Positives draus. Und wenn das aber alles nur so ein bürokratischer, distanzierter, nach Stechuhr abgehandle von irgendwelchen Fakten ist, dann ist das kein positives Wachstum. Okay, wieder gelabert. Was ist denn jetzt die Praxis davon? Da will ich euch eins vorstellen. Normalerweise machen wir die Werbung am Ende des Vortrages. Aber ich komme aus der Werbung und deswegen kommt die Werbung direkt.
Das ist mein Beitrag. Möchte ich euch noch mal etwas über den Mojo Campus erzählen. Der Mojo Campus ist diese Zeitmaschine. All das, worüber ich gesprochen habe, 17 Jahre Zeit verkürzen, Begeisterung für Wissenschaft und Experimentierfreude wecken, diese Elfenbeintürme einzureißen, sodass halt Forschung etwas ist, was nicht in irgendwelchen Instituten stattfinden muss, sondern dass ich das zu Hause in der Küche machen kann. Wir wollen das mit Lebendigkeit füllen. Und das braucht eine Plattform. Und diese Plattform ist am einfachsten, am günstigsten, am effizientesten, wenn das digital stattfindet. Wir nennen das den Mojo Campus. Campus ist ein Ort, Campus wird gelebt, geforscht. Und was wir mit diesem Campus schaffen wollen, ist eine Plattform, wo diese Medizin von morgen heute schon erlebbar ist. Wir haben diese Vision von diesem Campus, der in ein paar Jahren Tausende und Zehntausende Menschen befüllen, die dort forschen, Fragen stellen, sich in Gruppen miteinander austauschen. Wir träumen groß, heute sind das ein paar hundert Leute, aber hey, immerhin. Und das sind Professoren und das sind Mütter, die dort einander doofe Fragen stellen. Und die Frage kann sein, erklär mir, wie dieses medizinische Prinzip ist. Und die Frage kann aber andersrum auch lauten, ey, erzähl mir, was du brauchst, damit du dieses medizinische Prinzip in deinen Alltag einbauen kannst. Das ist die Idee. Konkreter gibt es auf dem Campus die Startrampe. Die Startrampe bringt euch auf Kurs. Die macht euch nicht zu einem Meister in irgendwas. Die Startrampe, dass ihr mal losfliegen könnt. In der Startrampe haben wir die 10 einfachsten, universellsten, effektivsten, spannendsten, alltagsnahesten Themen untergebracht, die wir in den letzten Jahren praktischer Forschung hier für uns finden konnten, um Menschen halt zu helfen. Ich gehe da jetzt nicht in die Details ein. Ich glaube, Lukas spricht vielleicht 2, 3 Sachen an. Ansonsten könnt ihr Josh gleich da mal nageln, was da dahinter steht. Hier hängen auch ein paar Poster, die ihr euch angucken könnt. Aber auf diesem Campus ist diese Startrampe, das ist wie ein Kurs, wie so ein E-Learning-Kurs. Da könnt ihr euch durchklicken und ihr findet zu jedem dieser Themen kurze Hintergründe und konkrete Anleitungen. Was kann ich denn damit tun? Warum ist das wichtig? Und ihr werdet für euch rausfinden, ob euch davon irgendetwas weiterbringt. Auf dem Campus gibt es noch viele andere tolle Sachen. Nicht nur kann man da ganz viel Gerrit reden hören. Liebe Grüße von dem übrigens. Da findet einmal im Monat ein Community Call statt. Das ist ähnlich wie das hier, nur digital. Mit anderen Themen. Wir haben dort so Dinge wie den Rezept-Gin. Der Rezept-Gin ist so ein KI-basiertes Generator für Rezepte, ausgelegt auf mitochondrienoptimierte Ernährung. Also ihr gebt dort einfach rein, ich will ein Abendessen, ich habe noch irgendwelche Ernährungsphilosophien, Komplexität, also wie krass kann ich kochen, wie schnell soll es gehen, wie viele Leute sollen mit essen, und dann spuckt ihr euch 3 Rezepte aus und dann sagt ihr, nee, schmeckt mir nicht, neu, nee, schmeckt mir nicht, neu. Also so kleine alltagsnahe Dinge. Jetzt muss ich dazu sagen, den gibt es noch nicht, aber im nächsten Monat wird er kommen. Und übrigens auch alle diese Vorträge. Wir haben ein großes Archiv, wo wir zum Beispiel das, was wir heute hier machen, hochladen. Alle Mitmachabende, alle Podcasts, alle Community Calls der letzten Jahre sind dort zu finden. Das war der Ende des Werbeblocks. Wer war letzte Woche, letzten Monat da? 3. Okay. Da hat Josh hier einen sehr spannenden Workshop zum Thema Veränderung, die Macht der Veränderung gehalten. Also Veränderung, diese Frage, das eben in der Startrampe gehört, Veränderung, die Frage, wie wir unser ganzes Unternehmen hier aufziehen, wie können wir etwas verändern und wie funktioniert Veränderung. Und wir wollten das einfach nochmal mitnehmen und euch einfach jetzt nochmal eine kleine Aufgabe geben mit dieser Frage. Wo beginnt Veränderung? Ihr geht gleich in so 3er-4er-Grüppchen, dreht euch einfach irgendwie zusammen, fangt an zu quatschen und geht mal dieser Frage nach. Das hier als Inspiration. Das Lustige dabei ist, diese Grafik ist auf jeden Fall falsch. Das ist vor ein paar Wochen mal hier bei uns im Team-Meeting aufgekommen. Oh, wie ist denn diese Kette? Wie können wir Menschen helfen, an den Punkt zu kommen, wo sie hinwollen? Und ja, es fängt auf jeden Fall mit einem Tiefwechsel an. Irgendwie eine Sache, die man so gesehen hat, die sieht man plötzlich anders und dann kommt dann Gefühl auf, zum Beispiel Mut, und dann raffe ich mich zusammen, und dann Gedanken, ja, okay, ich mache das jetzt mal einfach. Ey, Beispiel wäre jetzt, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit statt mit dem Auto. So. Und dann komme ich in die Handlung, und in der Handlung schaffe ich ein Erlebnis, und das schafft dann wieder den Perspektivwechsel, dass Sachen auch anders funktionieren, und dann kommen noch mehr Gefühle auf.
Und dann haben mal andere gesagt, das ist doch totaler Quatsch, also ich habe überhaupt keine Gedanken. Bei mir fängt das mit einer Handlung an. Ich mache einfach irgendwas und bei der Handlung habe ich dann das Gefühl, und dabei kommt der Perspektivwechsel, also wie auch immer. Sortiert euch, sucht euch, einfach nur so 3 Minütchen, 4 Minütchen miteinander quatschen, um einfach mal dieser Frage hinter nachzugehen, so wo beginnt für euch im Leben eine Veränderung? Für euch persönlich, was braucht ihr? Das ist dann so die zweite Frage, ne, wo ist, seid ihr, ist es eine Emotion? Ist es ein Gedanke? Ist es eine Handlung? So, genug geredet. Geht zusammen, quatscht ein bisschen und dann machen wir gleich weiter. Los geht's. es freut mich, dass ihr so lange darüber reden konntet. Es geht natürlich jetzt nicht darum, irgendwas Richtiges herauszufinden oder alle Zeiten irgendwie zu klären oder aufzulösen, sondern die Idee von der Übung war einfach nur, das mal anzustoßen. Und hey, wenn jetzt hier 1, 2 Leute dabei saßen, die irgendwie für sich was entdeckt haben, was eine schöne Beobachtung ist für die Zukunft, dann ist das auch super. Dann haben wir die Zeit jetzt hier ganz gut genutzt. So, Zeit nutzen, wie geht's weiter? Wir widmen uns dem Thema, ich glaube, alle wissen, was das Thema heute ist, oder? Das ist kein großes Geheimnis machen. Uns passiert das halt oft, dass wir einfach aufgrund der Tatsache, wie wir über Themen sprechen, oft, dass Leute oft denken, wir sind so hier die abgefahrenen Experten für irgendwelche total exotischen Krankheitsbilder bei ganz speziellen Menschen und haben hier krasse Geschichten. Wir erzählen natürlich auch gerne die krassen Geschichten, natürlich. Wir sind auch sehr irre stolz drauf. Aber wenn es darum geht, chronische Gesundheitsprobleme zu lösen, das fängt im alltäglichsten, banalsten, kleinsten Ding an. Und wir haben uns einfach mal angefangen, komm, wir nehmen mal die Mutter aller chronischen Probleme, Rückenschmerzen. So. Aus maximaler Identifikation dieser Firma und diesem Thema gegenüber habe ich mir am Dienstag auch noch den ganzen Rücken verrenkt und stehe jetzt hier rum wie so ein Fragezeichen, was ich kaum bewegen kann. Das ist aber was anderes. Das ist eine akute Verletzung, die ist im Sport passiert und wird in 2, 3 Wochen wieder weggehen. Aber wir alle kennen auch diese Rückenschmerzen bei uns selbst, bei anderen Menschen, die halt nicht mehr weggehen. Und Lukas, ich bin jetzt gleich fertig. Und dann kommt jemand, der wirklich weiß, wovon er redet. Aber ich habe vorher mit Lukas ein bisschen drüber gesprochen, einfach mal so, okay, worüber reden wir denn jetzt da und so. Und das sind alles Zahlen, ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Lukas erzählt da noch gleich viel drüber. Aber das sind so ein paar Zahlen, die ich einfach ultra krass finde. Ich gucke da so drauf, so er sagt da so, ja, ich bin Physiotherapeut, ich beschäftige mich mit dem Thema, so sind die Zahlen. Ich denke so, was? Also 34% aller Frauen, 28% aller Menschen in Deutschland haben Rücken. Also wenn man jetzt durch die Fußgängerzone fragt, so ey, ein Drittel von euch hat Rücken. Ja? Also jeder Dritte hat Rücken. Übrigens, wenn das stimmt, 20% aller Kinder? Ja, ich glaube, 16% waren es, glaube ich. Rücken ist Top 1 der Krankmeldungen auf der Arbeit. Okay, das sind krasse Zahlen. Aber das unten ist wild. 80% aller Rückenschmerzen gehen nicht aufgrund von einer Verletzung zurück. Und da liegt kein struktureller Schaden, ist nichts kaputt. So, wo man denkt, oh, wie bei mir, ich habe jetzt eine Zerrung. So. Ist kaputt, eine Muskelfaser jammert. Aber bei 80% aller Zeilen, da ist nichts kaputt. Da frage ich mich, was macht dann eigentlich ein Physiotherapeut? Und dann kommt diese Zahl, 100%, das kann ich immer noch nicht glauben, aber 100% aller dieser nicht verletzungsbedingten Rückenschmerzen, die kommen auch immer wieder. Dann gehen die Leute nach Hause, 6 Monate später sind sie wieder da, hier wieder Rücken. Dann gehen sie nach Hause, ein Jahr später sind die Rückenschmerzen wieder da. Da frage ich mich wieder, was macht eigentlich ein Physiotherapeut? Das ist einer. Und zu dem will ich auch noch kurz was sagen, weil er so ein bescheidener Typ ist, der das nicht gern selber macht. Wir sind so eine sehr innovative Firma, die gerne irgendwie so Dinge anders macht. Und das finden viele toll und viele finden das ja, eher schwierig. Und bei uns sind tendenziell viele junge Leute, die einfach Bock haben, das was zu machen. Und jetzt will ich nicht sagen, dass du alt bist, aber der ist fast der Älteste. Man sieht es ihm nicht an, aber er ist tatsächlich fast der Älteste. Aber der Lukas hatte halt schon so eine komplette Karriere als Physiotherapeut
wie sagt man, durchgespielt. Also Lukas kommt eigentlich aus dem Profisport, hat in Frankfurt für die Basketballprofis, für die Fußballprofis gearbeitet, ist sehr erfolgreich in dem, was er getan hat, hat sich da eine sehr gute Karriere und einen sehr guten Job aufgebaut. Und so wie er es mir dann erzählt hat, steht er dann aber da und guckt sich halt auch auf diese Zahlen. Und weiß nicht, ob du darauf eingehst, aber bei Profisportlern, wo man denkt, oh, das sind ja die besten Exemplare der Spezies Mensch, bei denen ist ja alles tipptopp, ist auch nicht so. Aber guckt halt auf diese Zahlen und merkt so, okay, was mache ich denn eigentlich in meinem Job? So, ist das alles? So, hier, da und Technik und so und mach mal Kniebeugen und 100%, was ist? So, und ist dann halt einfach, hat dann da seine Sachen gepackt, ist hierher gezogen. Die ersten Wochen hast du noch im Wohnwagen geschlafen und hat sich dieser Firma angeschlossen und ist jetzt kurze Zeit später unser leitender Physiotherapeut, also hat er seine Hände auf der ganzen Bande und prägt halt hier mit, nicht alleine, mit vielen anderen zusammen halt so diese Idee von der Mojo-Physiotherapie und darüber wird er jetzt ein bisschen was erzählen, stellt viele Fragen, stellt einfach die Fragen, die ihr habt, also nutzt das einfach wie eine Sprechstunde bei einem Physiotherapeuten, ohne dass er Hände anlegt. Und ja, lasst uns versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen und zu lernen, damit, ja, damit das hier nicht mehr so ein Riesending ist. So. Das war's. Ich übergebe. Gute Besserung. Danke. Ja, hallo. So, jetzt bin ich dran. Der Chris hat das super gemacht, fand ich. So wie er gesagt hat, er kommt auch aus diesem Bereich. Er spricht für sein Geld quasi. Das mache ich bedingt. Ich, vor allem nicht vor so einer großen Gruppe. Normalerweise arbeite ich 1:1 mit den Patienten zusammen. Das ist für mich neu hier, wollte ich am Anfang sagen. Ich habe auch einen Zettel in der Hosentasche, den werde ich vielleicht rausholen müssen. Und so wie Chris schon gesagt hat, würde mir das wirklich helfen, wenn ihr so ein bisschen mitmacht. Ne? Also gerne Fragen stellen und auch von euch erzählen. Jetzt noch nicht. Jetzt wollte ich erst mal kurz von mir erzählen. Hat er auch schon so ein bisschen gemacht. Danke dafür. Ja, Lukas Hoffmann heiße ich. Ich bin seit 2,5 Jahren hier und der Hauptgrund, warum ich hier hingekommen bin, ist, es ist jetzt nicht die Rückenschmerzen meiner Patienten waren nicht der Hauptgrund, aber chronische Erkrankungen würde ich schon so sagen, dass es mit einer der Hauptgründe war. Ich bin ganz klassisch ausgebildeter Physiotherapeut und Sportphysiotherapeut und habe auch noch viele andere Fortbildungen und Weiterbildungen gemacht. Ich denke, ich bin ganz gut aufgestellt. Und trotzdem war das so, dass ich in Frankfurt viele Profisportler hatte, aber auch normale Menschen. Und denen konnte ich, glaube ich, ganz gut helfen. Den allermeisten, die akute Verletzungen hatten. Sowas wie ein Kreuzbandriss oder was Kleineres, irgendwie mit dem Fuß umgeknickt oder so, was einfach vorkommt. Das kann man gut therapieren. Das, ich denke, das kann jeder Therapeut gut therapieren. Das kriegt man in den Griff. Entlässt dann im Idealfall einen glücklichen, schmerzfreien Patienten, der wieder alles machen kann, was er machen möchte. Und bei Rückenschmerzen war das oft nicht so. Wenn ein Patient zu einem kommt mit der Diagnose Rückenschmerz, weiß man nie so genau, was einen erwartet. Da es ein sehr breites Spektrum natürlich gibt. Und bei akuten auftretenden Rückenschmerzen, jetzt sagen wir mal sowas wie bei ihm, ich denke eher, es ist eine Rippe bei dir und nicht eine Zerrung, aber egal, etwas, was akut auftritt, das kriegt man auch auch bei Rückenschmerzen als Therapeut gut in den Griff. Die meisten Rückenschmerzen verschwinden, diese akuten Rückenschmerzen verschwinden meistens nach 3 bis 6 Wochen. Da ist der Therapeut bestimmt wichtig, der kann helfen, der zeigt einem Übungen vielleicht, die man machen kann, der hört einem zu, der fasst einen an und ist einfach da. Ne? Das tut schon mal gut. Die manuelle Behandlung ist sicherlich auch gut. So habe ich das dann auch gemacht und wahrgenommen, war erfolgreich. Der Patient ist dann wenn er Glück hatte und so lange Rezepte bekommen hat, nach 6 Wochen aus der Therapie raus und war schmerzfrei. Und hatte vielleicht noch ein paar Übungen von mir in die Hand bekommen für zu Hause. Ich war glücklich, er war glücklich. Leider war das nicht das Ende des Liedes, da dieser Patient wiederkam. Und meistens so innerhalb des nächsten Dreivierteljahres. Und mit
der gleichen oder einer sehr ähnlichen Geschichte. Und ja, dann habe ich wieder, weil ich es nicht besser wusste, nicht besser konnte, wieder behandelt, es auch geschafft, ihm zu helfen. Er war wieder schmerzfrei und ich war glücklich, vielleicht nicht mehr ganz so sehr wie davor. Der Patient war auch glücklich. Ja, und dann tauchen die wieder auf, die Patienten. Und dann wird's ein bisschen, dann wurde es für mich komisch, da ich das so von diesen anderen Verletzungen nicht kenne. Muskuläre Verletzungen, knöcherne Verletzungen, das heilt und ist dann meistens auch gut, langfristig. Ja, dann kamen diese Patienten wieder und ich merkte einfach, dass mir die Werkzeuge fehlen, oder meine Werkzeuge kurzfristig helfen, aber nicht langfristig, dass ich offensichtlich irgendwas übersehe, beziehungsweise ich glaube, ich habe damals schon sehr viel gesehen, aber ich konnte es nicht adressieren, weil ich nicht wusste, wie. Ich hatte nicht die Werkzeuge. Was hast du da gesehen, wo du sagst, da hattest du kein Werkzeug? Naja, also dass die allermeisten Menschen, die diese wiederkehrenden Rückenschmerzen haben, diese chronischen Rückenschmerzen, haben ganz viele von den in der Medizin sogenannten gelben Flaggen. Gelbe Flaggen sind in der Anamnese, und das lernt man heute auch in der Physiotherapie, lernt man das in der Ausbildung und im Studium. Gelbe Flaggen sind Auffälligkeiten in der Anamnese im psychosozialen Umfeld. Arbeit, Familie, ja, diese Bereiche. Psychosomatisch? Ja. Ausgedrückt in Schmerzen? Ja, genau. Und das trifft sich dann auch, ne, hier, das ist, muss ich sagen, es ist eine veraltete Zahl. Jetzt, wo wir inflationär das MRT benutzen, steht diese Zahl so nicht mehr, leider. Im MRT entdeckt man immer etwas. Hier im Raum, wenn wir jetzt eine MRT-Aufnahme machen von der Lendenwirbelsäule, bei 30% entdecken wir einen Bandscheibenvorfall. Und ihr habt nicht 30% von euch haben akute Schmerzen im Sinne eines Bandscheibenvorfalles. Genau, das heißt, es waren diese Dinge, die ich als Therapeut zwar erkannt habe, weil ich einfühlsam bin und weil ich das gespürt habe, aber ich konnte sie nicht adressieren. Und das ist frustrierend für alle Therapeuten, denke ich, für die allermeisten. Die allermeisten Therapeuten machen ihren Job aus Überzeugung und wollen helfen und wollen im Idealfall eben auch, das ist mir wichtig, langfristig helfen. Ich finde es irgendwie komisch, nee, ich finde es nicht komisch, aber ich finde es besonders schön, wenn ich irgendwann einen Patienten dann nicht mehr sehe oder nur noch sehr, sehr, sehr sporadisch, weil sie mich nicht mehr brauchen, weil sie selbst Werkzeuge entwickeln, von mir vielleicht gelernt haben, die sie dann selbst umsetzen können und dann schmerzfrei sind und hoffentlich schmerzfrei bleiben. Aber auch dazu möchte ich sagen, bei Rückenschmerzen, die Statistiken sind auch da krass, jeder Mensch hat mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen. Also die psychosozialen Belastungen sind im Leben eben nicht so und dann kommt einmal was und dann ist nichts mehr, sondern es kommt immer mal wieder was und dann kommen halt auch mal Rückenschmerzen dazu. Wenn die akut entstehen und man sie direkt angeht, verschwinden sie auch wieder. Und wenn man dann die Werkzeuge an der Hand hat, wie man selbst dagegen wirken kann, dass sich wieder irgendwas manifestiert, dann bleiben sie auch tatsächlich weg, in aller Regel. Genau, aber ich war dabei, dass ich darüber sprechen wollte, dass ein Physiotherapeut, der nicht das Glück hat, hier zu sein und diesen in den letzten zweieinhalb Jahren den Input, den ich hier bekommen habe, ist mindestens genauso viel wie in den 17 Jahren Physiotherapie-Dasein davor. Genau, dann ist man frustriert, man kann nicht helfen. Und hier haben wir weitere Hebel und Stellschrauben entdeckt, identifiziert und die gehen wir auch an. Auch dafür haben wir Techniken entwickelt. Und jeder, Janis ist ein Therapeut und da drüben sitzt Rebecca als Therapeutin, wir verwenden alle diese Techniken. Wir suchen nach dem größten Hebel individuell. Und bei dem einen mag das was ganz, ganz, ganz anderes sein, wie bei dem nächsten Patienten, der bei mir reinmarschiert. Ich bin so ein bisschen von meinem Plan jetzt abgekommen.
Ich fände es ganz cool, wenn also, ne, ich hatte gerade gesagt, jeder Mensch auf der Erde bekommt einmal im Leben Rückenschmerzen, statistisch gesehen. Das heißt, hier sitzen ganz viele, die Rückenschmerzen hatten. Und ich würde ganz gerne mal ich fände es schön, wenn ihr ein bisschen was teilt. Zum Beispiel, wenn ihr die Rückenschmerzen hattet, wie ihr euch dabei gefühlt habt. Vor allem, also diese akuten Schmerzen, die akute Schmerzthematik, das meine ich jetzt gar nicht so sehr, sondern eher eben, wenn hier jemand sein sollte, wovon ich ausgehe, der immer wieder Episoden von Rückenschmerzen hat. Hatte oder hat. Glaube ich nicht. Ich kann von mir aus mal was erzählen. Also ich bin 32 und ich habe im Endeffekt seit 20 Jahren immer wieder Probleme, also im Endeffekt seit der Jugend. Ich hatte immer eine sehr, sehr mobile, um nicht zu sagen hypermobile Wirbelsäule, die dann ab und zu, da haben sich halt Wirbel gedacht, ach komm, gehen wir mal woanders hin. Was natürlich dann mit so akuten Schmerzphasen einherging. Das hat sich dann im Laufe der Zeit immer mehr angesammelt, immer häufiger ist es aufgetaucht. Dann kommt Studium, Bürojob und so weiter dazu und halt weitere Belastungen und so weiter. Und schlussendlich bin ich jetzt seit anderthalb Jahren, dass ich sehr häufig so akute Phasen habe, die dann so 2 bis 3 Wochen dauerten meistens, sodass ich wirklich mich kaum bewegen konnte. Und das gipfelte dann jetzt darin, dass ich im Endeffekt Ende Oktober in so eine akute Phase gegangen bin und da immer noch drin stecke. Also wirklich dauerhaft, durchgehend, jeden Tag. Das hat sich glücklicherweise letzte Woche abgeschwächt, aber es ist immer noch da und es wird mich wahrscheinlich auch mein Leben lang begleiten. Darauf stelle ich mich ein, darauf bin ich eingestellt. Aber ich versuche natürlich, da irgendwie von wegzukommen, um da eben zumindest nicht mehr so starke Schwierigkeiten mitzuhaben, wie jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Und das gerade so die letzten 4 Monate, die waren natürlich super frustrierend, weil ich einfach von Orthopäde zu Physio gelaufen bin und mir keiner wirklich helfen konnte. Schmerzmittel helfen nur bedingt. Und das macht wenig Spaß. Dementsprechend schön ist, dass wenn man immer tatsächlich so einen Tag hat, wo man aufwacht und denkt, auch heute ist es gut. Ja, danke. Danke fürs Teilen. Hier habe ich jetzt auch schon einiges wieder rausgehört. So dieses, und das es geht nicht nur ihm so, da werden wir hier bestimmt auch noch andere im Raum haben. Bei chronischen Schmerzen verändert sich ganz vieles in unserem Körper. Und so ist es auch bei chronischen Rückenschmerzen. Und der Lino ist auch Patient bei uns. Ich weiß nicht, ob er es gerade so bewusst ein bisschen untertrieben hat. Also er kam vorhin hier rein und hat gestrahlt und hat sofort einen Paul gesucht, weil es ihm sehr, sehr viel besser geht seit Donnerstag. Und wir wissen alle noch nicht so genau, warum, aber eine sehr, sehr, sehr große Verbesserung, was ich richtig schön finde. Aber er hat so Dinge gesagt, die ganz klassisch sind bei Schmerz, lang anhaltenden Schmerzen, so fatalistische Aussagen, so wie ich werde das nie wieder los oder ich habe mich darauf eingestellt, es nie wieder loszuwerden. Und ich habe auch so rausgehört, dass es immer wieder Phasen gibt, wo man verzweifelt ist und nicht weiß, was man machen kann und sich machtlos fühlt und eben sich nicht selbst in der Macht fühlt, irgendwas dagegen zu tun. Ne? Verschiedene Ärzte, verschiedene Therapeuten, verschiedene Medikamente, nichts scheint zu helfen. Das bringt einen nochmal tiefer in die Schmerzspirale hinein. Was wir ganz oft sehen bei chronischen Schmerzen, Rückenschmerzen ebenso, ist dann der soziale Rückzug, dass man sich weniger sozial
verhält. Man beginnt häufig auch noch andere Schmerzen zu entwickeln in anderen Bereichen des Körpers. Auch für diese gibt es häufig keine erkennbare Ursache. Und das sind dann so Patienten, die wir jeden Tag sehen als Physiotherapeuten. Und dann ist wirklich diese Frage, was soll ich mit diesem Menschen machen, wenn ich als klassisch ausgebildeter Physiotherapeut, ich erkenne, dass der leidet und dass er viel in seinem Leben los ist und ihr wisst ja, was im Leben alles so los sein kann, jede Menge. Und ich kann das aber nicht adressieren, ich weiß nicht, wie ihm da helfen soll. Und da gibt es natürlich, und das ist auch nicht, das ist auch, ich möchte nicht sagen, dass das nicht von Belang ist und nicht wichtig ist, der rein körperliche Aspekt, sowohl von Seiten des Therapeuten, die Behandlung, das ist natürlich wichtig, das so auf Neudeutsch hands-on, wirklich am Patienten, das ist wichtig, für den einen mehr, für den anderen weniger, und die Bewegung ist natürlich wichtig. Auch auf Bewegung und Training haben wir so ein bisschen eine eigene Perspektive hier. Und werdet ihr auch gleich noch ein bisschen erfahren. Der Jannis wird noch euch gleich etwas bewegen, für den, der mitmachen möchte. Das ist so, das Dilemma, in dem der klassische Physiotherapeut steckt. Er kennt ein Problem, weiß aber nicht, wie er helfen kann. Und wir hier haben eben auf verschiedenen Ebenen erkannt, dass wir auch als Therapeut, wenn wir eine gewisse Ausbildung genossen haben, die ich jetzt hier genossen habe, auf diesen Ebenen auch helfen können. Also sei es zum Beispiel auf der Ebene, dass der Hauptauslöser für chronische Rückenschmerzen ist der Arbeitsplatz. Das ist das Ding. Ich kann als Therapeut jetzt nicht einfach meinen Patienten empfehlen, ja, dann kündige doch. Geht vielleicht auch in speziellen Situationen, aber in der Regel erstmal nicht. Und, aber was wir ihm beibringen können, ist, dass man immer eine Wahl hat. Dass man eine Wahl hat, ob ich, wenn der blöde Kollege, der mich eh die ganze Zeit irgendwie nervt und auf dem Kicker hat, wieder mir was am Kopf geworfen hat, dann kann man sich darin üben, das nicht so an sich ranzulassen, das nicht anzunehmen, zum Beispiel, indem man sich übt, auch diesen Impuls, diesen inneren Impuls, den wir haben, den wahrzunehmen. Ne? Jetzt kommt so ein innerer Impuls über eine Emotion, die jetzt in mir kommt, oder eine Antwort, die ich raushauen möchte. Das wahrzunehmen, dass dieser Impuls kommt, und das nicht zu tun, sondern warten. Da sind jetzt drei Leute im Raum, die letzten Monate dabei waren. Da ging es eine volle Stunde mit Josh um genau dieses Thema. So wie er es formuliert hat, das war der Raum zwischen Impuls und Antwort. Es gibt einen Impuls, von außen kommt irgendwas, eine Beleidigung, und dann schwillt in mir das, und will ich sofort zurückbrüllen oder wegrennen. Das ist der Impuls. Aber was meine tatsächliche Antwort auf die Reaktion, auf diesen Impuls ist, dazwischen liegt ein Raum. Und der ist bei den meisten Menschen, weil wir großen Druck ausgesetzt sind, ist er sehr klein. Wir können uns üben, aber diesen Raum für uns zu öffnen, größer zu machen, mächtiger drin zu werden, diesen Raum zu kontrollieren, um einfach ein paar Millisekunden mehr Zeit zu haben, mir zu überlegen, was meine Reaktion ist. Denn die meisten Menschen haben gar nicht so sehr Stress wegen der Situation, sondern wir haben Stress mit dem Stress. Wir haben Angst, wieder in so eine Stresssituation zu kommen. Wir ärgern uns, weil es impulsiv gesagt haben, was wir gar nicht so meinen. Und das sind alles diese Dinge, die wir in diesem Raum zwischen Impuls und Antwort halt üben können. Also ich mache jetzt nochmal Werbung, das liegt alles auf dem Motto Campus, der ganze Workshop von Josh letzte Woche, wer das verpasst hat, das sind so Themen, Lukas spricht da jetzt gerade, viele Formate, die wir hier in der Praxis umsetzen, setzen wir diese Mitmachabende um, tolle Themen, und packen das dann halt auf diesen Campus, um dann nochmal einzusteigen. Ich tauche bestimmt nochmal auf. Danke. Also das ist eine Sache, die wir dann auch umsetzen in der Physiotherapie hier bei uns im Institut,
um eben auch in diesem Bereich den Menschen helfen zu können, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass wir den Menschen immer wieder helfen müssen, dass sie immer wieder zurückkommen müssen zu uns. Ein anderer wichtiger Punkt, der hier bei uns im Institut ist, der zieht sich eigentlich auch durch alle Bereiche, ist die Ernährung. Und die Ernährung ist ein entscheidender Punkt für unsere Regenerationsfähigkeit. Und auch Rückenschmerzen bedürfen Regeneration. Zum Beispiel der Schlaf. Wie wichtig ist der Schlaf? Das wissen wir, glaube ich, alle. Wir wissen, wie wir uns fühlen, wenn wir nicht gut geschlafen haben. Und wir wissen, wie toll wir uns fühlen, wenn wir richtig ausgeschlafen sind. Und für die Regeneration ist der Schlaf entscheidend wichtig. Somit haben wir auch da kleine Werkzeuge entwickelt und Tipps, die wir den Patienten geben. Das sind dann so Sachen wie am Abend möglichst wenig blaues Licht, wovon ihr sicherlich auch schon mal alle gehört habt, und kaum einer setzt es um. Die meisten sind abends vor irgendeiner Art von Monitor. Da sollte man zumindest dann mal den Blaulichtfilter einstellen. So, ich mache das immer, bei mir ist das Standard auf allen Geräten ab 18 Uhr schon. Sonst werden wir abends nicht wirklich müde und schlafen nicht organisch ein, sondern man bleibt lange wach und ist irgendwann total erschöpft und kippt man um. Und so wacht man auch auf. Was wolltest du sagen? Genau, man kommt nicht so tief in den Schlaf hinein. Die Regeneration ist eine andere. Und das vor allem über jeden Tag. Das ist ja bei den allermeisten Menschen. Es ist so, dass sie jeden Tag abends viel blaues Licht sammeln und deswegen nicht so erholsam schlafen können. Also das ist ein Thema, was wir adressieren. Und bei der Ernährung gibt es natürlich ganz spezifische einzelne Mikronährstoffe, die wir auch empfehlen. Die möchte ich jetzt gar nicht genau aufzählen. Ich wollte nur sagen, dass das eben auch ein Bereich ist, den der klassische Physiotherapeut nicht auf dem Schirm hat. Es kommt nicht in der Anamnese vor, es wird nicht abgefragt. Und selbst wenn es abgefragt wird, dann haben die meisten da eben auch keine Handhabe dafür. Wenn sie feststellen, dass sich jemand so ernährt, dass der Körper gar nicht wirklich energetisch sein kann, dass die Zellen nicht gesund sein können. Und dann kann man auch nicht davon ausgehen, dass jemand, der chronisch krank ist, bestmöglich aus dieser Krankheit rauskommen kann, wenn man sich nicht um die einzelnen Zellen des Körpers kümmert. Und da ist die Ernährung ein entscheidender Faktor. Kannst du mal ein Beispiel zu nennen? Von was jetzt? In die Masse gehen, verstehe ich auch mal so ein Beispiel im Sinne der Ernährung. Ja. Ja, also zum Beispiel hatte ich vor ein paar Wochen eine Dame hier, die hatte auch Rückenschmerzen. Das war hier der obere Rücken und auch verbunden mit Kopfschmerzen, wie das häufig ist bei oberen Rückenschmerzen. Sie hat mir erzählt, ich habe eine Anamnese gemacht und sie hat mir erzählt, wie sie sich ernährt. Und es war, glaube ich, schon der dritte Termin oder so. Und da meinte sie wieder, ja, es ist ganz schlimm heute, der Nacken und vor allem die Kopfschmerzen und das zieht so vom Nacken und kann die Augen nicht richtig aufmachen, Nebel und ja, einfach eklig. Und dann habe ich sie auch gefragt, was sie an dem Tag gegessen hat, und dann stellte sich raus, dass sie, es war 17 Uhr nachmittags, dass sie zuletzt am Tag zuvor, 18, 19 Uhr, das letzte Mal irgendwas gegessen hatte, was Salz beinhaltete. Und Salz ist ein ganz, ganz wichtiger Stoff für uns, der neben Kalium und Magnesium dafür sorgt, dass wir effizient die Flüssigkeiten in unsere Zellen bekommen. Und wenn man über so eine lange Zeit weder Salz noch Kalium noch Magnesium zu sich nimmt, vor allem kein Salz, dann kann man trinken, was man möchte. Die Flüssigkeit wird nicht in die Zellen kommen, nicht im großen Maße, nicht ausreichen. Wir werden sie einfach ausscheiden. Und was bekommt man, wenn man dehydriert ist? Kopfschmerzen. Und dann habe ich hier so ein Glas voll gemacht mit der Salzmische. Das ist ein tolles Produkt. Das ist Kalium, Magnesium und Natrium. Und habe dann eine gute Portion reingemacht, das Glas vollgefüllt, gut durchgemischt. Sie hat das getrunken und dann habe ich sie
ich glaube, sie lag dann noch am Mikrostromgerät. Und nach 15 Minuten kam ich hin, um sie abzustöpseln, und sie meinte, die Kopfschmerzen seien so gut wie weg. Der Nacken hat sich dann auch besser angefühlt. Ich denke, das spielt dann einfach zusammen. Ne? Wenn man irgendwie merkt, okay, mir geht es, ich habe das Hauptding, was sich gerade besonders schlecht anfühlt, das ist besser, dann fühlen sich der ganze Körper besser an. Also das ist so ein Beispiel, für wo die Ernährung super wichtig sein kann. Und gerade das Thema mit Salz ist etwas, wo ich... mein Gehirn funktioniert so, dass ich immer versuche, Muster zu erkennen und bei meinen Patienten. Und ich glaube, Salz ist ein großes Thema im Moment, dass viele Menschen, die sich sehr bewusst ernähren, zu wenig Salz zu sich nehmen. Ja. Ich habe noch nie sowas gerettet. Nein? Ich mache mir noch immer im Sommer meistens ein Glas, ein bisschen Salz, trinke ich morgens. Ja, morgens, genau. Salz, ja, doch, ja. Ich habe gesagt, Leute, wenn du spielst, dann Wasser wird raus. Ja, genau. Ja. Also, Es gab früher, ich erinnere mich, da gab es irgendwas im Fernsehen, dass da wurde man zu viel Salz, das war irgendwie so ein Ding lang, zu viel Salz. Mhm. Gibt es natürlich, klar. Gibt es Bluthochdruck, genau. Ja, genau. Gibt es wahrscheinlich Unterschiede. Was für ein Salz? Ja. Ja, möglichst ein Salz, was keine Zusätze hat. Also ein rohes Salz, Himalaya-Salz, ohne Rieselhilfe, ohne Jod, ohne Fluorid. Ja, klar. Was gibt es hier? Also, gibt es eine Menge? Ja, natürlich. Hier. Startrampe. Ja, Batterie-Mensch. Da steht das alles drin. Ich kann dir das gerne sagen. Für was meinst du das? Für das Salz? Für Salz ist die, ich glaube, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die ja relativ konservativ ist, die sagen, glaube ich, 5 Gramm am Tag, 5 bis 6 Gramm. Und ich habe das mal abgewogen, das ist viel. Das ist ein ganzer Teelöffel voll. Ein wirklich gehäufter Teelöffel voll. Und das ist eine sehr vorsichtige Beschreibung, der auch allgemeingültig sein soll. Du wiegst 80 Kilo, er wiegt 60 Kilo, ne? Und du brauchst sicherlich eventuell mehr, wenn du gleich viel schwitzen würdest wie er. Das heißt, wir empfehlen mehr als 5 bis 6 Gramm am Tag. Und aus unserer Sicht ist es auch so, wenn man sich bewusst ernährt und wenig Fertignahrung zu sich nimmt, ist es deutlich ungesünder, zu wenig Salz zu essen, wie ein bisschen mehr. Wegen der Problematik der Hydration. Ja, genau. Ein weiteres Thema ist das Trinken von Leitungswasser. Das hat sich ja auch in den letzten Jahrzehnten erst so mehr etabliert in Deutschland. So wie ich das wahrnehme, früher wurde noch mehr Sprudel getrunken aus Flaschen und jetzt trinken viele Leitungswasser, was ich auch mache, was ich auch gut finde, aber da ist eben gar nichts drin, ne? Da ist keine Nährstoffe drin, und wenn wir das trinken, dann spülen wir uns die Nährstoffe eher aus, wenn wir eben nicht über die Nahrung oder über das Wasser genügend Elektrolyte aufnehmen. Genau, also auch hier auf der Startrampe super gut zu finden, auch mit Milligrammangabe und so weiter. Genau, also das ist ein weiterer Hebel, den wir hier im Institut verwenden in der Physiotherapie, um Menschen, die Rückenschmerzen haben, zum Beispiel Rückenschmerzen haben, zu helfen, langfristig zu helfen. Und das ist etwas, weil man das einmal gelernt hat, und diese Dame wird das nie vergessen. Ne, die hat sich das sofort bestellt, und ja, also... Genau, weil sie direkt gemerkt hat, wow, krass, was ist ein Unterschied. Nur dieses, ich habe doch schon so viel getrunken heute. Warum hat das davor nicht funktioniert? Und jetzt, na, genau. Das eigentlich könnte ich jetzt aufhören, weil mich das so ein bisschen zu unserem Punkt bringt, der Chris auch schon erwähnt hat, als wir ja gerade hier den Kreis aufgezeigt hatte. Da war das Thema ein Wort, Perspektivwechsel. Und wir haben uns auch gerade so ein bisschen unterhalten. In unserer Therapie geht es darum, dass wir schaffen, einen Perspektivwechsel aufzuzeigen.
der reicht dann häufig aus, häufig, nicht immer, reicht ein Perspektivwechsel aus, um dem Menschen mutig zu stimmen, andere Dinge, andere Bereiche seines Lebens vielleicht auch zu hinterfragen und auch da eine neue Perspektive einzunehmen und auch in anderen Bereichen in die Veränderung zu kommen. Es ist eine Frage der Übung. Es ist so wie auch das mit dem Impuls und mit dem Innehalten. Und es fühlt sich so toll an, wenn man mal nicht das macht, ne? Und es fühlt sich auch toll an, wenn man kleine Veränderungen im Leben bewältigt. Und dann wächst man daran und schafft es eben auch mit größerer Wahrscheinlichkeit andere schwerwiegende Dinge. Du hattest irgendwas zwischenmenschliche Themen angesprochen, ne? Auch sowas dann vielleicht anzugehen. Und das sind ja häufig mit die größten Hebel, die dafür sorgen, dass es uns besser geht, wenn wir Sachen auf den Tisch legen in der Beziehung oder in der Familie oder auch im Arbeitsumfeld. Genau, also Perspektivwechsel. Das ist eigentlich das, was wir versuchen zu erzeugen in der Physio bei uns. Ja. Fragen oder möchte jemand was sagen? Oder? Abracadabra. Unser Bio-Lehrer hat uns früher immer so eingebläut für uns, wenn irgendwas wehtut, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist irgendwas kaputt. Das stimmt dann. Das ja, dass etwas kaputt ist, stimmt nicht. Das, was nicht in Ordnung ist, stimmt ja. Genau. Das ist ohnehin etwas. Ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe, ne? Aber diese mechanische Sichtweise, die wir erlangt haben, auch durch unsere, wie wir im Moment Medizin sehen, über diese riesigen Diagnostikapparate, die den Körper auseinandernehmen und nur in einzelnen Teilen angucken und das große Ganze geht verloren, das ist nicht der richtige Weg, denke ich. Und dieses mechanische Bild von wegen auch, und auch diese mechanische Sprache, Bandscheibe rausgesprungen oder was gibt es da noch? Was fällt euch noch ein? Wir haben ganz viele Sachen, die oftmals gesagt werden, auch von Ärzten, die sehr mechanisch sind, die überhaupt nicht organisch sind. Und das passt nicht zu uns Menschen, weil wir sind nun mal nichts Mechanisches, wir sind nicht Maschinen. Wir sind organische Lebewesen, die diese unglaubliche Superkraft haben. So empfinde ich das wirklich, und so erzähle ich das auch meinem 7-jährigen Sohn. Wir sind anpassungsfähig. Das, was wir regelmäßig machen, das können wir gut. Und egal, was es ist, wenn ich nur den ganzen Tag auf dem Sofa sitze, 10 Stunden, jo, dann kriege ich auch keine Rückenschmerzen, wenn ich 10 Stunden auf dem Sofa sitze. Aber wenn ich meinen Körper, die Hormesis hast du vorhin angesprochen, wenn ich meinen Körper reize, unser Körper liebt es. Unser Körper besteht eigentlich nur, weil wir immer Reize auf ihn bringen und dadurch entwickelt er sich. Und wenn wir diese Reize im richtigen Maße und zur richtigen Zeit einsetzen, dann entwickelt er sich so, wie wir uns das wünschen. Das ist nicht immer leicht und das muss auch nie immer sein. Ich bin alles andere als super konsequent mit dem Thema Ernährung zum Beispiel oder auch jetzt mit Blaulicht. Natürlich gibt es bei mir auch Ausnahmen, ne? Und ich esse nicht jeden Tag genau 6 Gramm Salz. Aber es geht um die Grundlage. Und ich finde es ein schönes Bild, wenn man sich das immer wieder ins Bewusstsein ruft, dass wir es selbst in der Hand haben, dass wir es in jedem Moment, in jedem Tag neu in der Hand haben. Okay, wie möchte ich meinen Tag gestalten und wo möchte ich vielleicht in 5 Jahren auch sein? Dann kann ich auch heute vielleicht mal anfangen, doch mal kalt zu duschen oder so, weil alle sagen, das ist ja so gesund. Mache immer nur die Füße und freue mich, yeah, ich habe es gemacht. Und am nächsten Tag mache ich es wieder und freue mich wieder, hey, geil, ich habe es wieder geschafft. Und dann irgendwann sind es die Beine. Ich habe selber jetzt keine Rückenprobleme, aber aus dem Bekanntenkreis hat man immer so, boah, ich habe mir dann ich als Nerv eingeklemmt. Ja, das ist auch sowas, genau. Genau, genau. Ja, genau, absolut. Ja,
Das meine ich zum Beispiel, und danke, dass du das nochmal ansprichst, bringt mich noch auf einen anderen Punkt. Das meine ich, genau. Und ich will auch nicht sagen, dass es nicht dazu kommen kann, anatomisch gesehen, dass ein Nerv in eine Enge gerät. Ne? Das will ich nicht sagen, das kann vorkommen durch unterschiedliche Faktoren. Aber das Entscheidende ist ja, dass man das... wenn der Arzt zum Beispiel das dann sagt, ja, da ist der Nerv so ein bisschen eingeklemmt, das Entscheidende ist ja, was die nächsten 10 Sätze sind, die man sagt. Und die kommen aber nicht. Und die Sätze sollten sein, ja, wir müssen jetzt gucken, dass was auch immer da drückt, ist es ein bisschen Flüssigkeit oder ist es tatsächlich vielleicht mal so, dass man durch eine, du hast gesagt, du hast früher sehr schwer geschleppt, ne? Wenn man sehr einen Tag lang 50 Kilo Betonsäcke schleppt, dann kann es schon mal vorkommen, dass da sich Flüssigkeit sammelt und die drückt dann auf den Nerv. Das Entscheidende ist aber, dass man dann, im Idealfall hat man jemanden, der einem sagt, ja, offensichtlich musst du morgen ein bisschen langsamer machen und dann wird sich die Flüssigkeit wieder abtransportieren, wenn du jetzt nicht total dumm bist und morgen das wieder machst und übermorgen wieder. Und du kannst auch, du kannst dich morgen auch bewegen, du darfst auch die Bücken und so, ne? Da wird nichts passieren, aber du solltest morgen nicht wieder so schwer schleppen. Und häufig fällt das einfach flach. Jemand hat Rückenschmerzen, hat einen Bandscheibenvorfall, kommt zum Arzt und der Arzt sagt einem, ja, du sollst nicht mehr als 5 Kilo heben und nur mit geradem Rücken. Also nur so. Und die Menschen haben ja ohnehin schon Angst, weil sie Schmerzen haben. Schmerzen verändern unsere Wahrnehmung extrem und vermeiden den Schmerz. Und dann kriegt man noch so eine Aussage und dann sagt, okay, alles klar, okay, nicht, dass noch was Schlimmeres passiert und ich dann gelähmt werde oder so irgendwas. Und dann nehmen die das an, die Menschen. Und dann trifft man die Menschen ein Jahr später und sie heben immer noch alles so an. Und sie heben immer alles nur noch 5 Kilo und nicht mehr an. Und das wiederum ist dann das, was ich gerade angesprochen habe. Naja, wenn ich mich so schone, weil ich Angst vor Schmerzen habe, dass ich mich eben nur noch rückengerecht bewege und nur noch ganz leichte Gegenstände hochhebe, dann werde ich natürlich unbeweglich und auch schwach. Und dann steigt natürlich auch wieder die Gefahr, dass dann kommt ein Tag, ein Kumpel sagt, ha, jetzt hilf doch mal wieder. Okay, alles klar, aber mein Rücken, egal, ich helfe. Oh, Schatz, siehst du, ich sag's dir doch. Ja. Also es ist wichtig, dass man, wenn wir bei den Rückenschmerzen bleiben, um diese Chronifizierung zu vermeiden, dass es eine gute Aufklärung darüber gibt, aus meiner Sicht ist es wichtig, nicht für alle Patienten, für viele ist es wichtig, dass es eine Aufklärung darüber gibt, was jetzt im Moment wichtig ist zu vermeiden und für ungefähr wie lange. Und was danach wichtig ist, dass man wieder in die Bewegung kommt. Dass man wieder auch einen schweren Gegenstand mal so hochheben darf. Unsere Wirbelsäule kann das ab. Die liebt Belastung. Unser Körper liebt Belastung. Und die Wirbelsäule auch. Man sollte nicht alles so aufheben. Egal, ob man alt oder jung oder sonst wer ist. Sondern wir wollen den Körper möglichst divers bewegen. Das wird jetzt Janos gleich mit euch machen. Möglichst unterschiedliche Bewegungen, um so wie David immer sagt, möglichst viele Bewegungsoptionen dem Körper zu geben und dann ist die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen am geringsten. Eine Sache wollte ich noch sagen. Eigentlich wollte ich noch mehr sagen, aber ich belasse es jetzt bei der letzten Sache. Ich wollte die Leute vom Team noch so ein bisschen hier zeigen und vorstellen vielleicht auch kurz, dass ihr sie alle kennt und ihr wisst, wen ihr ansprechen könnt, wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet. Das ist der Janis hier. Er macht jetzt gleich noch für diejenigen, die möchten, den Bewegungsteil mit. Die Anja könnt ihr auch ansprechen. Und ihr gehört so halb, ne? Auch schon so. Hier sind so einige, die sind fast dazugehören. Hier drüben ist die Rebecca, die könnt ihr auch gerne ansprechen. Flo, möchtest du angesprochen werden? Nee, dann Flo nicht. Der Chris. Chris hier unten kann gerne angesprochen werden, der David Höfeld mit der Kappe und ich natürlich auch. Genau, die weiß jetzt nicht, wer da noch drüben rumrennt, aber ich denke, das würde es auch reichen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns noch ein bisschen unterhalten, bitte. Kannst du noch ein paar Sätze zur artgerechten Nahrung sagen? Das finde ich ein ganz ungewöhnlicher Begriff. Ach, kennst du gar nicht? Nee. Ist für mich schon so total drin. Ich kenne es gibt so artgerechte Tierhaltung, ja, ne? Aber ja, ja.
Ja, ja, es ist auch im Team so immer wieder sprechen wir darüber, wie wir das benennen wollen, was wir an Nahrung empfehlen wollen. Und mal sprechen wir über möglichst unverpackt oder möglichst wenige Zutatenliste, möglichst kurze Zutatenliste oder nichts, was die Uroma nicht kannte, ne? Also in der Zutatenliste, oder eben auch artgerechte Nahrung. Und du hast gerade gesagt, dass der Mensch über die, seit es den Homo sapiens gibt, viele Tausende von Jahren, wir ja lange überlebt haben ohne diese Medizin, ohne Medikamente. Und es gibt zwar wenige Daten dazu, aber das, was ich an Daten gefunden habe, auch vor 100 Jahren hatten wir zum Beispiel, gab es kaum Rückenschmerzen. Also zumindest wurde es nicht kommuniziert. Die artgerechte Nahrung wäre quasi das, was so grob, ich finde es immer wichtig, dass man so auch gezielt guckt, wo vielleicht die eigenen Vorfahren so herkommen mögen. Was haben die denn so gegessen? Und wir wollen nicht wieder dahin, ne? Wir wollen nicht wieder jagen müssen und nur draußen leben, das nicht, aber diese echte Nahrung, also unverarbeitete echte Nahrung, ist eigentlich artgerechte Nahrung. In dem Maße, dass man eben nicht die Dinge im Maße aufnehmen, die wir vielleicht so aus Genuss zu uns nehmen, dass wir nicht krank werden davon, dass es nicht zu viel ist. Das war ein Beispiel, wenn ich so an Südamerika denke, ja. Da kommt unsere Kartoffel her, ja. Da mussten die Südamerikaner ja. Die Sachen im Grunde stundenlang irgendwie kochen und erhitzen. Ja, das ist richtig, genau. Sozusagen die Gifte in der Kartoffel. Die mussten es damals machen und wir mussten es heute nicht machen. Bitte? Wir müssen es heute nicht machen, meinst du? Genau, ist halt weggezüchtet, deswegen brauchen wir das heute nicht mehr. Ja, bedingt ist das so. Ne? Also es ist heute auch noch besser, wenn du deine Kartoffeln kurz einlegst. Und ja, das ist so ein bisschen auch das, was ich meinte, ne? Dass die Nathalie ist jetzt gerade nicht hier, die ist halb Latina, die, denke ich, davon bin ich überzeugt, kann zum Beispiel die Kartoffel oder andere Nachtschattengewächse, die ja alle aus Südamerika kommen und meine Gene, meine Vorfahren, erst seit maximal 400, 300, 500 Jahren essen, die kennen die nicht so gut, aber ihre Gene schon. Ja, dann gehe ich auch davon aus, dass sie das auch besser verdauen und verwerten kann. Oder jemand, der von mir aus im asiatischen Raum kommt, ist mit großer Wahrscheinlichkeit in Milchprodukten nicht so. Ne? Dem würde ich das nicht so empfehlen, Milchprodukte, wie jetzt jemanden, der so aus Nordeuropa kommt. Ähnlich mit Hülsenfrüchten auch. Die Hülsenfrüchte sind auch nicht von hier. Das ist, sehen wir auch eher als nicht artgerecht für, zumindest nicht jetzt für meine Vorfahren, für mich. Die Hülsenfrüchte kommen eher aus dem, dem heutigen Iran, so die Ecke. Und die essen wir vielleicht schon etwas länger, die sind schon länger bei uns als nur 300, 400, 500 Jahre. Aber nichtsdestotrotz ist das aus genetischer Sicht, aus evolutionsbiologischer Sicht kein langer Zeitraum, selbst wenn es 5000 Jahre sind. Ich wollte noch mal ganz kurz, müssen wir da einen Abschluss finden, oder? Ja? Noch kurz darauf noch mal eingehen, was du gesagt hast. Ich sehe das auch so, dass das so kommuniziert wird und ich sehe das auch ein bisschen so, dass da vielleicht eine Art Ideologie dahinter steckt. Aber bei uns hier, wir befinden uns ja, so wie Chris auch gesagt, in einer Praxis. Und wir gucken erstmal den Menschen an, der vor uns steht und schauen, wie geht es den einzelnen Zellen dieses Menschen. Weil wenn die einzelnen Zellen gesund ist, dann ist das ganze Ding auch relativ gesund. Und was brauchen die einzelnen Zellen, dass sie gesund sind? Und die brauchen keine vegane Ernährung, um möglichst gesund zu sein. Dass es da andere Dinge gibt, die noch mit reinspielen, das ist klar. Aber hier geht es erstmal um Gesundheit und nicht um nichts anderes. Ja, und genau. Ja. Okay. Es gibt noch super viel zu quatschen. Erzähl, wie es mit Jans gleich weitergeht und alle, yes. Noch weiter quatschen wollen. Untereinander und Lukas, ja. Vielleicht schon alle vorgestellt, kommt auf uns zu. Yes. Und kriegen wir letztes Abend noch gut genutzt. Okay, das heißt, jetzt nach vielem Sitzen gerne ein bisschen bewegen, wer möchte. Ich weiß nicht genau, was Janus vorhat, aber irgendwas abgefahren ist es bestimmt.